Endless Summer. Ein schöner Gedanke. Das Viertel 2 Meter Fest stand unter diesem Motto und hat sich auch gleich von seiner sommerlichsten Seite gezeigt. Die Gassen waren von Musik durchzogen, zwei Bühnen mit jungen Musikern sorgten für die Klangwolke. Ein Erlebnis für groß und vor allem klein, denn für Kinder war dieses Fest besonders bunt. Ja, ich bin sehr, sehr stolz und zufrieden. Wir haben einen neuen Abschnitt vom Viertel 2 heute offiziell eröffnet. Und es ist so ein gravierender Unterschied, wenn hier der Nutzungsmix, wenn hier Bewohner, wenn hier Familien wohnen und die Kinder herumwuseln, das ist so, wünscht man sich das als Entwickler, wenn man das, was man am Papier erdacht hat, dann in Realität auch so belebt ist, wie das heute zu sehen ist im Viertel. Der Einklang und Highlight war die Eröffnung des neuen Springbrunnens. Dieser bekam dementsprechend viel Aufmerksamkeit. Wir haben ja heute, der Anlass war auch, unseren Springbrunnen zu eröffnen. Springbrunnen mit 36 Düsen, 10 Meter hoher Fontäne. Das ist etwas, was wir uns selbst geschenkt haben, wie viele Dinge im Viertel 2, wie die vielen großen Bäume. Ist ja eigentlich ein Geschenk, das wir uns selbst geben, weil wir selbst hier unser Büro haben und damit alle anderen das auch mit genießen können. Was uns Freude macht, sind wir sicher, dass es den anderen Menschen auch Freude macht. Das 120.000 Quadratmeter große Areal des Viertel 2 glänzt mit seinen Schauwerten. Dank vieler unterschiedlicher Grünflächen und geschwungener Wege ist ein gemütlicher Ort entstanden. Schon heute leben und arbeiten mehr als 4.000 Menschen im Viertel 2. Bis 2021 werden mehr als 10.000 Menschen ihr Leben und ihre Arbeit direkt am grünen Prater genießen. Die Kernaufgaben im Viertelmanagement sind, dass wir die Menschen im Viertel 2 hier zusammenbringen. Es gibt unterschiedlichste Zielgruppen hier im Viertel 2. Das heißt, einerseits haben wir Büromitarbeiter, die untertags hier sind. Andererseits gibt es sehr viele Bewohner auch mittlerweile, die jetzt am Abend, am Wochenende hier sind. Und unsere Aufgabe ist es, diese Menschen einfach zusammenzubringen, damit sie einander kennenlernen. Unzählige Highlights dank reger Teilnahme unterschiedlichster Firmen mit eigenen Essens-, Getränke- und Eisständen, Kinder- und Unterhaltungsprogramm, Livebands, einem Zeichner und zum krönenden Abschluss auch noch einer Fußball-Live-Übertragung. Das grüne Stadtviertel im Herzen Wiens zeigte sich von seiner besten Seite.